Und willkommen zu Kapitel 3 von Steins Gate Elite. Ja, einen Kommentar muss ich noch erwähnen. Und zwar wurde mir netterweise mal erklärt, was die Kanji-Schriftzeichen von Hoin Kyomas Namen so ungefähr bedeuten. Und das ist wohl Phönix Tempel der bösen Wahrheit. Also den Namen, den er sich selbst gegeben hat, vermute ich mal. Der hat also auch eine Bedeutung, die ein bisschen zu ihm passt. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an. Wir waren gerade, genau, oh mein Gott. Es ist heute ein neuer Tag. Also die Folge, die ich gestern aufgenommen habe, war ja der Hammer. Mit dem Jellyman. Das Bild. Zum Glück habe ich nicht davon geträumt. Wo tatsächlich ein Menschenexperiment mit Zeitreisen gemacht wurde und nicht Bananen gelifiziert wurden, sondern ein Mensch. Unfassbar. Ja, das Ticken der Uhr fühlte sich in meinem Kopf wie Hammerschläge an. Es ist mittlerweile schon nach 2 Uhr morgens. Ich hatte recht. Wir steckten zu tief drin. Das ist übel. Also wirklich übel, meine ich jetzt. Nanda kore? Was läuft da? Zerimante. Gelka-shita-tte-koto? Selbst Daru kann es jetzt noch gar nicht so richtig begreifen. Sie haben jemanden, eine Person, gelifiziert? Als ich auf einmal wieder das Wort gelifiziert hörte, habe ich reflexartig zu den Bananen hingeblickt. Sie machen tatsächlich die Experimente mit Menschen. Chris hat nicht mal ihre Augen abgewendet von dem furchtbaren Bild. Und das bedeutet, sie haben ja tatsächlich eine Zeitmaschine erfunden, oder nicht? Selbst wenn sie noch nicht perfekt funktioniert. Ja, das ist nett ausgedrückt. Also, Teile vom Körper kommen dann an. Und ach so, genau zu dem, warum gelifiziert. Das Ding war ja löchrig, also vielleicht ist es ja dann quasi zermatscht, also und die Einzelteile sind halt zermatscht irgendwie durch die Schwerkraft des schwarzen Loches oder so. Schwer zu sagen. この新聞記事1921年のニューヨークタイムズよ。Genau, dieser New York Times Artikel ist ja aus dem Jahre 1921. Und wir haben ja eine Banane in die Telewelle gesteckt und die ist dann auf dem Tisch gelandet, also da, wo sie vorher war. Und wenn der Typ jetzt in das Jahr 1921 zurückgesendet wurde, ja, dabei noch in der Wand gelandet ist. Von 90 Jahren. Ja, also jetzt aus Spielzeit gerechnet, ja. Mite. Schau. Der gelifizierte Leichnam eines Mannes. Sie deutete auf seine Schulter. Da stand etwas drauf. Vielleicht war es auf seine Kleidung gedruckt. Es hat sich mit dem vergilbten Körper verschmolzen. Aber man kann es doch noch irgendwie lesen. Serum. Da steht Zern. Als ob sie damit ihr Kunstwerk unterzeichnen. Zumari, Serum war LHC を使った Time-Travel-Jikken で人間を1921年へと送り込んだ? Also hat Zern den LHC dazu benutzt, um jemanden zurück ins Jahr 1921 zu schicken? Ja, es scheint aber so, als konnten sie ihn nicht lebendig zurückschicken. Ist das der einzige Bericht? Ja, mada kekko aru. Zenbu de 14 nin bun kana? Nein, es gibt noch mehr davon. Insgesamt, warte mal, 14 Leute. Moshimo
ゼリーマンという言葉がゲル化した人間を意味するなら、Noch mehr Gelmenschen. 人体実験の犠牲者がいるということか。Das heißt, noch mehr Menschen wurden gelifiziert, noch mehr Opfer durch Menschenexperimente. Auf einmal hatte ich einen ganz trockenen Hals. Ich nahm mir eine kalte Dr. Pepper aus dem Kühlschrank und befeuchtete meine Kehle. Zeig mir die anderen Berichte. Jellyman's Report 9. Jellyman Report Nummer 9. 被験者ダン・ストレイスキー、26歳、出身カナダ。Subjekt Dan Strejski, 26 Jahre alt, Kanadier. Okay, der letzte war ja ein Amerikaner. Z Program 4. 実験日2004年9月6日14時10分。Z-Programm 4, Datum des Experiments 6.9.2004. Das heißt, noch früher als das andere, das war ja im 2005 irgendwann. 実験結果、エラー。Human is dead. Mismatch. 新聞記事の切り抜きの方は、これフランス語ね。私も読めない。Ja, das ist auch mein Problem.Die Zeitung ist auf Französisch. Ich kann es nicht lesen. Ja, ich kann es zwar lesen, aber ich kann es nicht verstehen. Und ich könnte es auch nicht richtig vorlesen, das stimmt natürlich auch. Obwohl, Le Cadavre de Homme, also Menschenleiche, kann man schon noch lesen. Aber viel mehr kriege ich da auch nicht raus. Es wird uns sicherlich jetzt erklärt.2001年の1月31日というのは読み取れる。Allerdings kannst du das Datum lesen. Es ist der 31. Januar 2001, also das Datum der Zeitung. Das heißt, da haben sie ihn jetzt 3,5 Jahre in die Vergangenheit geschickt. 場所はフランスのポーかな。Der Ort ist Po in Frankreich.Okay, Po kenne ich zumindest von der Tour de France. Ich glaube, am Fuß der Pyrenäen. 2001, ist gar nicht mal so lange her. Ganz anders als bei James McCarthy, der beinahe 90 Jahre zurückgeschickt wurde ins Jahr 1921.Ja, Daru hat quasi eine andere Form von Google Translate aufgerufen und dann steht da. Ein lebloser männlicher Körper wurde entdeckt im Wald außerhalb von Po in Frankreich. Sein linker Fuß war mit einem Baumstamm verbunden und der Körper war gelifiziert.ゼリーマンズレポート8被験者リンダ・ヒル25歳出身イギリスジェリーマンレポート Nummer 8 Subjekt リンダ・ヒル25 Jahre alt Engländer Z プログラム4実験日2004年2月15日13時45分 OK wieder aus dem Jahre 2004 also noch ein bisschen früher als hier der Kanadier 実験結果エラーHuman is dead. Mismatch. 1972年10月2日、インド、タミルナードゥ州のダルマプリの路上で、ゼリー状になった女性の遺体発見。2. Oktober 1972, der gelifizierte Körper einer Frau wurde in den Straßen von Dharmapuri in Tamil Nadu, Indien, gefunden. Ich überlege übrigens gerade,warum diese Leute an unterschiedlichen Orten auftauchen. Eine Zeitreise wäre ja unglaublich praktisch, wenn man an demselben Ort bliebe, wo man losgereist ist, losgefahren, kann man wohl nicht sagen.
Aber wenn die tatsächlich einen LHC benutzt haben dafür, dann können sie den ja nicht bewegen. Das heißt, es muss immer an der schweizerisch-französischen Grenze stattgefunden haben. Und einmal ist der Körper dann in New York gelandet, einmal in Po und einmal in, na, in Indien. 遺体は放置された後で車にひかれた跡があり、下半身は損壊していた。Es gab Zeichen, dass der Leichnam von einem Auto überfahren wurde. ゼリーマンズレポート7。被験者、ミハイル・ラング33歳。出身ドイツ。Jellyman Report Nummer 7. Subjekt Michael Lang, 33 Jahre, Deutscher. Z プログラム4。実験日2002年10月8日13時28分。Am 18.10.2002 das Experiment, also bislang das früheste überhaupt, aber 2002 schon, das war jetzt der Report Nummer 7, das heißt, sie haben noch sechs Menschenversuche zuvor schon gemacht, vor dem Jahr 2002. 実験結果エラー。Human is dead. ミスマッチ。24. Mai 1936. Der Leichnam, was man für einen glorifizierten Menschen halten könnte, war am Fuße des Mount Hiei in Kyoto gefunden. Er war in einem sehr stark beschädigten Zustand. Vermutlich ist er ja den Hang hinuntergerutscht. Nächste Seite. Auf dem Bild ist eine Küste zu sehen, ein Strand. Normalerweise recht schön, aber dieses Jellyfish, der Jellyfish-ähnliche, also Jellyfish ist eine Qualle, also der quallenähnliche Körper lag auf dem Sand und dann überall die erschreckten Gesichter der Einwohner. Der muss angespült worden sein. ゼリーマンズレポート6。Port Nummer 6, wollen die jetzt alle被験durchgehen? 者、マーク・ヒューズ、30歳。出身アメリカ。Okay, also nochmal wieder ein Amerikaner. Der erste Report wird mich natürlich schon interessieren, allein wegen des Datums. Wann haben die damit angefangen? Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, aber sie haben sich ja zwischen den Experimenten denn schon noch einiges an Zeit gelassen. Wahrscheinlich haben sie in der Zwischenzeit Verbesserungen durchgeführt, in der Hoffnung, dass das Subjekt es diesmal überlebt. Z プログラム4。実験日2002年8月23日12時52分。実験結果エラー。Human is dead. ミスマッチ。Und woher wissen die eigentlich, dass der Mensch dabei gestorben ist? Ist es so, dass sie den weggeschickt haben und dann haben sie überall im Internet nach Zeitungsberichten geforscht über einen glorifizierten Menschen? Oder? Denn sie können es ja nicht wissen, ob der jetzt im Jahr 1936 lebendig oder tot angekommen ist. 1985年7月1日、フェロー諸島ストレイモイ島の海岸に奇妙な物体が流れ着いた。Okay, da wurde jemand angestrandet an den Färöer-Inseln 1985. それは成人男性のようにも見えるが、クラゲのようなブヨブヨの物体であり、生きてはいない。島の住人たちの間では、半魚人の死骸ではないかという噂も。Es war der Körper eines erwachsenen Mannes, aber sein Fleisch war weich wie das einer Qualle. Und manche glaubten halt, es war der Körper eines Meermannes. 肩と見られる場所にはセルンという刻印があったが、セルンは関与を否定している。Die Aufschrift Cern wurde in der Nähe der Schulter des Körpers gefunden, aber Cern stritt alle Beteiligung ab. Okay.
haben sie ihn deshalb in CERN-Kleidung hingeschickt, damit man dann auch weiß, dass es von denen stammt. Ich hätte das ja versucht zu verheimlichen. Aber gut. Mada miru? Noch weiter? Mo juben da. Mir reicht es. 14 dieser Leute. Hakkenbasho ga sekai juu ni chirabatte iru. Kono kekka kara donna kai ga michibiki daseru no kashira? Und die Fundorte sind über die Welt verstreut. Was können wir dadurch schlussfolgern? Ja, dadurch kann man schlussfolgern, dass die nicht an demselben Ort angekommen sind, wie sie abgereist sind. Und gab es da nicht in dem Channel auch irgendwas mit John Titor, wie dafür gesorgt wird, dass man am selben Ort wieder auftaucht? Doch, jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Es gab ein... Er hat uns das erklärt, wie man das macht. Genau, man musste sich mit der Schwerkraft genau synchronisieren, mit dem Gravitationssignal, und dann kam man halt da raus, wo man dann abgeflogen ist. Und das scheint ja noch nicht so ganz genau geklappt zu haben. Unter anderem. Sie müssen sie an diese Orte geschickt haben. Das glaube ich nicht. Die Auswahl ist so zufällig. Da stand doch auch was über Kehrschwarze Löcher und Gravitation, oder? Man glaubt, dass durch die unendliche Belastung, also durch den unendlichen Druck durch Supergravitation, das Subjekt die Passage durch das Kehrschwarze Loch nicht überstanden hat. Das steht da. Ja, und was ist... Und was unterscheidet jetzt ein Kerr-schwarzes Loch von einem normalen schwarzen Loch? Es ist ein theoretisches schwarzes Loch mit einer rotierenden Singularität. Die Existenz wurde bislang noch nicht bestätigt. Es gibt auch keine Möglichkeit, das zu beweisen, dass sowas existiert. Wo habe ich das schon mal gehört? Ja, im Forum mit John Titor. John Titor. Das stimmt, John Titor. Titor sagte, dass seine Zeitmaschine Kehrschwarze Löcher benutzt. Titor war so gesagt. 2034 年にセルによってタイムマシン開発は成功したと。そしてタイター自身は2036年からやってきたと。Titor sagte ja, dass CERN die Zeitmaschine im Jahr 2034 fertiggestellt hat und er selbst stammt aus dem Jahre 2036. Es ist ja logisch, dass Titor und CERN die gleiche Art der Zeitreise verwenden. Einfach Kehrschwarze Löcher zu erschaffen, das ist doch Wahnsinn. Wenn man da was falsch macht, dann kann es die gesamte Erde verschlucken. Und außerdem sind das nur theoretische Konstrukte.
タイターの予言は現実であり、ミューツベに出ていた LHC 実験における最悪の予想図もほぼ事実になりつつあるということだ。Dann, wenn Titos Vorhersagen zutreffen, dann heißt es ja, dass das Worst-Case-Szenario des LHC auf YouTube richtig lag. Ja, das war ja kurz, oder ist ja verlinkt auf in einem meiner Videos, da ist ja ein paar Folgen her. Titan の予言は知らんけど、ミューツベで問題の動画を見たことある。2、3年前に話題になってたよな。Ich weiß ja nichts über Titos Vorhersagen, aber dieses Problemvideo habe ich schon mal gesehen. Es war vor 2 oder 3 Jahren in den Nachrichten. ブラックホール内部は尋常じゃない重力なの。そこを通れば確かに時間移動は可能かもしれないけど、生身の人間が通り抜けられるわけがない。Die Gravitationskräfte innerhalb eines schwarzen Loches sind unglaublich stark. Es ist durchaus möglich, dass wenn man da durchreist, es einen Zeitversatz geben kann. Aber auf keinen Fall kann ein Mensch da durch und das Ganze überleben. So wurden diese Leute also gelifiziert.ゼリーマンどころか素粒子レベルまで分解される、それがブラックホール。 Ja, aber ein schwarzes Loch würde dich nicht einfach gelifizieren. Es würde dich Atom zu Atom komplett zerfetzen. 議論するよりタイムマシンについての資料を漁った方が早いんじゃね？ Bevor wir darüber diskutieren, sollten wir uns nicht den Rest ihrer Zeitmaschinenforschung durchlesen?Daru begann bereits damit, neue Dokumente herunterzuladen. Auf einmal bekam ich Angst. Sollte ich ihn aufhalten? Ich bin ja derjenige, der ihn darum gebeten hat, aber mittlerweile ist es ernst geworden. Aber zur gleichen Zeit habe ich eine unwiderstehliche Neugier. Die Zeitreise beginnt langsam Realität zu werden.Zu werden. Ich will wissen, ob das wahr ist. Ich kann jetzt nicht damit aufhören. Hatta! Z-Programm の中に Time Travel 理論について解説してるファイルがある。Da haben wir es doch. Da ist eine Datei im Z-Programm, das die Zeitreisetheorie erklärt. Zuiben assari mitzukaru wa ne. Seru ni shite wa waki ga amasugiru. Das war ja ziemlich leicht zu finden.CERN sollte wirklich eine bessere Sicherheit haben. CERN が甘いんじゃなくて、僕がすごいっつうか。Ihre Sicherheit ist schon prima, aber ich bin einfach zu gut für die. DARU は俺の my favorite light arm であり。Ja, DARU ist meine Lieblingsrechte Hand. Super Hacker だっけ? Ich dachte, er wäre dein Super Hacker. Hacker?それで、クリスティーナ、なんと書いてある。Also, was steht dort, Christina? ちょっと読む時間をくれない? Lass es mich erstmal durchlesen. Ihre vorherige Zurückhaltung war völlig verschwunden. Sie schien genauso neugierig zu sein wie ich. Und da kommt eine Nachricht von Faris, von Faris.Hast du eigentlich schon die Debütsingle von Phantasm gekauft? Ja, es ist der Theme, das, ja, der Theme-Song für Reinhard Kakero. So ist wirklich beliebt. Faris hat direkt 5 davon gekauft. Ja, das ist ja meine Aufgabe als Reinhardter. Jedenfalls gibt es da ein wichtiges Geheimnis in diesen Liedern.Der Schlüssel, um es zu entschlüsseln, ist... Ui, ich glaube, es hat an der Tür geläutet. Ja, schauen wir mal, wer da ist.
Okay. Wir werden natürlich antworten. Wir wollen natürlich das Geheimnis wissen, aber ich guck mal, was diese Antwort wäre. Ja, von der Sängerin fühlt er eine starke Resonanz. Von der Band Phantasm. Okay. Eine Theme Song. Gehört das zu der Operation Verblödung der Menschheit? Erklär mir das mal. Ich bin mir dessen bewusst. Man sagt, es enthält Richtungsangaben zum Heiligtum und auch Prophezeiungen zum Ende der Welt. Stimmt das nicht? Abschicken. Ja, das sollte passen. Uso. Auf gar keinen Fall. Hontoni? Aber das würde ja... Taita te... Nani mono nano yo? Gibt es Titor wirklich? Nani o butsu butsu itte iru? Nani ga kakarete iru no ka oshiete kure? Was stammelst du da? Sag einfach, was da steht. Weißt du, das kommt mir alles wie ein riesiger Witz vor. Wie meinst du das? Es ist beinahe das Gleiche. Das Gleiche wie Titos Theorie. Vom Grundsatz her... LHC によって 陽子を高速の 99.99999991% まで加速して 正面衝突させるの. Ja, also mit beinahe Lichtgeschwindigkeit werden Protonen aufeinander geschossen. そうすると 10の-24乗キログラムの質量を 10の-19乗メートルっていう とても狭い範囲に圧縮して押し込むことができる. Und damit wird die Masse von 10 hoch minus 24 Kilogramm, also ich kann es gar nicht ausdrücken, also es wäre, wenn man jetzt einfach mal Mikrogramm nehmen würde, dann wäre das 10 hoch minus 9 Kilogramm. Und das hier sind 10 hoch minus 24 Kilogramm, also wahrscheinlich die Masse von 2 Protonen. Die werden auf einen ganz kleinen Raum, nämlich auf 10 hoch minus 19 Meter zusammengepresst. Ja, Nanometer sind, glaube ich, 10 hoch minus 9. Und das heißt, es wäre also nochmal so viel verkleinert. Also der Nanometer eines Nanometers und dann nochmal ein Zehntel davon. Nihongo de oke, sangyo de. Nochmal auf Japanisch und maximal in 3 Zeilen. Sugoku semai basho. Eine ganz kleine Masse. Sugoku chiisai shitsuryo. Wird auf ganz kleinen Raum zusammengepresst. Muriyari nejikomu. Mit großer Kraft. Die Erklärung war zu vage. Sono setsumei wa erosugi daro, Joko. Oh, diese Erklärung ist einfach zu erotisch. Welcher Teil davon ist jetzt der erotische? Hashida no Hentai! Hashida, du Perversling! Tut mir leid, also meiner Fantasie ist es nicht gelungen, da was Erotisches zu entdecken. So you Maxishimo. Ja, du scheinst ja auch eine sehr gute Vorstellungskraft zu haben. Ich bin ganz und gar nicht wie du. Durch ihr Erröten wurde das Abstreiten nicht ganz so effektiv.
アホは相手にするな、クリスティーナ。続きを。Hör nicht auf diesen Idioten, Christina. Lies weiter. Ja, vor allen Dingen, wir lesen gerade was über Zeitreisen und anstatt bei der Sache zu bleiben, geht Daru denn auf seine perversen Fantasien ein. Wenn ich jetzt gerade irgendwas über Zeitreisen lesen würde, was tatsächlich, also wenn einen wahren Bericht über Zeitreisen, wenn ich den lesen würde, dann würde mich nichts anderes interessieren.